Ja, servus und grüß Gott zu einem neuen Video der Danto GmbH. Heute sind wir in der Küche und wir haben eine besondere Messerausstattung für die Küche, für den Hobby-Chefkoch zusammengestellt. Die Idee hinter diesem Video heute und dieser Vorstellung von diesen Messern ist die, dass wir versucht haben, mit dieser Ausstattung Messer zusammenzustellen, die A, Profi-Qualität haben, also die in der Küche auch tatsächlich Verwendung finden, also in der Profiküche, die aber vom Preis her noch so erschwinglich sind, dass man sagt, okay, das kann man sich doch einmal leisten, damit man einen kompletten super Profi-Messersatz daheim in der Küche hat. Die Zusammenstellung von diesen Messern ist jetzt nicht auf mein Mist gewachsen, sondern ich habe dazu einen Profikoch gefragt. Und der Profi hat mir praktisch die Arten der Messer Art zusammengestellt. Und dann haben wir gemeinsam auch die Qualität ausgesucht. Da gibt es ja von bis nach oben alles offen. Damit wir preis-leistungsmäßig optimal einsetzen. Die Messer, die jetzt da liegen, sind jetzt von der Marke her. Das ist die Marke Contacto. Das ist eine Marke, die eigentlich so im Konsumerbereich nicht daheim ist und auch nicht bekannt. Aber im Gastrobereich und in der Profiküche, in Hotels, in Restaurants, beim Wirt, ist das eine Marke, die sehr wohl bekannt ist, weil die beliefern nämlich hauptsächlich auch Hotelketten und so weiter mit Ausstattung für Küchen. Ist also absolute Profi-Qualität, was wir da jetzt Stalling haben, ist auch vom Preis her jetzt ja nicht ganz billig, aber auch für die Qualität nicht teuer eigentlich. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Anfangen tue ich mit der Allzweckwaffe in der Küche und dem Klassiker und wahrscheinlich dem Messer, das man am allermeisten hernimmt. Das ist das sogenannte Chefmesser. Da gibt es ja verschiedene Größen auch wieder. Und unser Profi hat gesagt, nehmen wir mal die mittlere Größe, eine mittlere Variante, weil das ist das, was in der Haushaltsküche eigentlich ausreichen müsste von der Schneidlänge. Recht viel größere Geschichten hat man normalerweise in der privaten Küche nicht, dass man da jetzt nicht sauber schneiden könnte. Deswegen haben wir diese mittlere Größe. Was heißt mittlere Größe? Die Klingenlänge ist knapp 20,5, 21 cm, nicht ganz. Und hat einen durchgehenden Erl und man sieht da auch schon im Detail, hat einen extrem starken Rücken, also extrem viel Material, was auch ein einfaches Messer oder ein günstiges Messer von einem teuren Messer unterscheidet. Das sind fast 5 mm, 4,3, 4,2. So genau kann man es jetzt da mit dem Meterstab nicht messen, aber ein extrem stabiles Messer. Läuft vorn spitz zu, damit man also richtige Spitzen auch zusammenkriegt. Und wenn man sich das jetzt anschaut, also da, das ist extrem stabil. Und genauso soll es sein in dieser Qualitätsstufe. Die Griffe, das schaut zwar noch Ebenholz aus, ist es aber nicht, sondern das sind Kunststoffgriffe, wie in der Küche halt üblich, ist eine Hygienesache. Sind dreimal durchgeniert und alles hervorragend poliert und verschliffen. Da steht also nichts über. Das heißt, das ist auch wirklich von dem, wie man es in der Hand hat, ist das richtig super zum Halten. Bei den Messern ist auch noch wichtig, so ein bisschen die Ausgewogenheit, damit man gut arbeiten kann damit. Und das ist leicht kopflastig und liegt so halb auspendelt in der Hand. Also richtig, richtig gut zum Arbeiten. Ob ich jetzt da mit der Spitze arbeite oder wiege oder so, ist kein Problem. Ist alles super zum Handeln. Das Chefmesser. Dann, was ist das für ein kleines Ding? Das ist ein sogenanntes Gemüsemesser. Im Endeffekt ist das genauso Allzweckwaffe wie dieses Chefmesser, weil das ist eigentlich ein Chefmesser in klein, hat ein bisschen eine andere Form, ein bisschen ein geradere Schneiden und ist aber genauso stabil für das kleine Messer. Also das sind auch gut 3 mm Stahl. Also auch das ist ziemlich stabil und man kann da auch härtere Sachen wie jetzt gelbe Rum, also Karotten, ganz gut schneiden, also auch härtere Sachen.
Wird man wahrscheinlich auch sehr häufig verwenden, weil es ist nicht für kleine Sachen, muss ich nicht das große Messer nehmen, sondern kann ich mit dem genauso schneiden. Geht alles. Schnittlauch, was man sonst Peter soll, so kann man mit der da genauso schneiden. Und ist, glaube ich, das zweitmeist gebrauchte Messer in der Küche. Dann haben wir da noch einen Spezialisten, wo unser Profi sagt, das brauchst du eigentlich auch, oder sollte mit in so einer Ausstattung drin sein. Das ist ein sogenanntes Office-Messer oder Turniermesser, Schälmesser. Also es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür. Die gebogene Klinge ist da das Markenzeichen von dem. Und das ist dafür gedacht, jetzt, wenn ich eine Orangenschale zum Beispiel habe, kann ich das sauber einritzen. Oder zum Abziehen, Abschälen, Kartoffeln, was auch immer. Die Tomaten abziehen. Dafür ist das Messer der Profi. Also dafür setzt man das ein. Ist auch sehr stabil. Also da, wie immer, das ist also wirklich robust, das Ganze. Und was ich jetzt nicht gewusst habe, aber ich bin auch kein Profi. Der Profikoch sagt auch, damit verziert man auch Gemüse zum Beispiel. Also man schnitzt damit. Also man kann das auch als Schnitzmesser hernehmen, um jetzt aus Kartoffeln irgendwelche Sachen zu schnitzen. Dafür wird so ein Messer auch hergenommen. Kann man sich auch mal eine Anleitung anschauen und das einmal ausprobieren. Guter Tipp. Dann haben wir ein Messer mit Wellenschliff. Das kennt wahrscheinlich auch jeder. Das ist ein sogenanntes Brotmesser. Und dafür ist es auch gedacht, also dass man ein Brot schneiden kann oder Baguette, je nachdem, halt die groben Sachen. Und hat eine durchgängig starke Klinge, ist auch wieder sehr stabil. Das sind auch gute 4 mm, sowas, wo der Stahlrücken hat. Was mir der Profi noch gesagt hat und was ich auch nicht gewusst habe, ist, dass man ein Brotmesser hervorragend als Tomatenmesser verwenden kann. Das heißt also, dieses kleine Tomatenmesser haben wir uns vorher mal überlegt, das ist ein Klassiker. Den haben wir jetzt aus dem Satz rauslassen, weil wir das Brotmesser mit drin haben. Und zum Tomatenschneiden ist ein Wellenschliff hervorragend geeignet. Und die Qualität von der Schneide jetzt bei den Messer ist so gut, dass also das problemlos auch mit dem Brotmesser funktioniert. Dann haben wir im Satz noch ein Spezialmesser. Wo unser Profi gesagt hat, sollte eigentlich auch in jedem Messersatz drin sein. Habe ich jetzt so in diesen klassischen Sachen von der Konkurrenz eigentlich nicht gesehen. Oder habe es eigentlich noch nie gesehen, dass das in einem Haushaltsmessersatz drin ist. Wir haben es jetzt neu da, weil unser Profi sagt, so ein Messer sollte eigentlich mit dabei sein. Und das ist ein Filiermesser. Das ist zum Filetieren, hauptsächlich für Fisch geeignet, also deswegen ein echt spezielles Messer. Kann aber natürlich auch Fleisch filetieren und zeichnet sich dadurch aus, dass die Schneide extrem dünn ist und dadurch auch sehr flexibel. Das heißt also, diese Schneide ist von vorne bis hinten sehr flexibel und kann dadurch auch sauber plan mit einem leichten Druck halt Filetstücke ablösen. Und wird man zwar nicht jeden Tag brauchen, aber ist halt ein Spezialist und da tut man sich halt viel leichter, als wenn man halt da mit einem Chefmesser oder mit einem anderen Messer arbeiten muss. Deswegen haben wir es mit Neido. Ergänzen werden wir diesen Satz jetzt mit einem Messerblock. Das ist ein Continental-Messerblock. Ich habe das schon in einem anderen Video mal vorgestellt. Das verlinken wir auch, diese verschiedenen Messerblöcke. Wir nehmen jetzt da einen einfachen Schrägstein, das ist eine optische Sache einfach, die wir da genommen haben. Und das Zweite, was wir noch dazu dann mit diesen Messern, sollte man halt nicht mit irgendeinem billigen Messerschärfer die Schneide kaputt machen, sondern am besten halt mit einem Poliereisen oder mit einem Wetzstahl arbeiten. Den tun wir auch mit rein. Der hält eigentlich ein Leben lang, wenn man nicht Keramikmesser versucht damit zum Schärfen, weil da ist es andersrum, da ist die Keramikklinge härter als der Stahl. Aber bei dem, was wir da haben, Rockwell 54 ungefähr, funktioniert der Wettstahl hervorragend und ist abgestimmt auf unsere Messer und kann man damit die Messer immer scharf halten. Wer jetzt sagt, dass mit so einem Wettstahl kann ich als Nicht-Profi nicht sauber umgehen, überhaupt keine Angst, das ist überhaupt nicht schwer. Die Messer
sind von der Form her schon so angestellt, dass die Klinge gar nicht mehr jetzt groß geschliffen werden muss, sondern das passt eigentlich schon fast. Und die Schneide unten hat dann 15 oder 20 Grad, sagt man so in der Küche, an Anstellung, an Winkel. Und das ist relativ flach und auch ganz einfach, und so genau geht es auch nicht. Und wenn man jetzt den Wettstahl hernimmt, ich nehme den also in der linken Hand, so ein bisschen im rechten Winkel davor. Und dann kann man, wenn man das so ein bisschen schräg ansetzt, kann man das sauber abstellen. Übrigens, die Geschwindigkeit, wie man da ansetzt, das ist eigentlich völlig egal, es muss bloß gleichmäßig sein. 5 bis 10 Mal drüber gezogen und das Messer hat eine super Schneide. Das probieren wir jetzt gleich aus. Das sollte normalerweise super gehen. Ja, genau. So muss das funktionieren. Jetzt schauen wir noch, wie schaut das aus, wenn man das Ganze in den Messerblock reinwirft. Das ist ein Messerblock mit so Borsten, Kunststoffborsten. Macht also auch die Schneide nicht kaputt und die Messer nicht kaputt. Lässt sie leicht reinigen. Einfach rausnehmen, den Geschirrspüler rein. Dann ist das wieder hygienisch sauber und den Holzblock kann man ganz normal auswischen. Da hat man mehr Platz. Der ist natürlich größer als jetzt dieses 5er Messerset. Hat aber alles Platz. Ist alles schön aufgeräumt. Schaut super aus. Macht die Messerschneiden nicht kaputt, weil es eben dieser Borsteneinsatz ist. Und rundet den ganzen Satz ab. Ja, das war's für heute mit unserer Idee, wie ein optimaler Messersatz für den privaten Haushalt ausschauen soll. Empfehlung von einem Profi, die Gerätschaften, die drinstecken, von Contacto, also auch von einem Profi-Ausstatter, der so, wie man da steht, hat, auch vom Profikoch in den verschiedensten Hotels und Gaststätten verwendet wird. Ich wünsche euch einen schönen Restmittwoch und bis zum nächsten Mal. Servus!